Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das ist nicht selbstverständlich. Also wir sind auf dem Weg dazu, das zu einem gewissen Selbstverständnis zu machen. Deshalb schönen Dank, dass ich überhaupt da sein durfte. Ich glaube, dass das eben der richtige Ansatz ist. Sie haben gefragt, was kann man tun, um mehr gesellschaftlich zu tun. Und ich glaube, genau das ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, verschiedene Ansichten auch kennenzulernen und vielleicht auch zu verstehen, seine eigenen Vorstellungen, die man hat, so ein bisschen aufzurütteln. Ja? Den anderen kennenzulernen, das andere kennenzulernen und so dann langsam ein Bild zu schaffen, in dem man sagt, wir kommen mit einer diversen Gesellschaft auch besser zurecht. Ist auch ein tolles Motto. Also ich sehe so viele, also ich sehe es, kenne es schon allein deswegen, weil ich so viele Autos sehe, die diesen Slogan tragen. Es ist großartig, großartig. In Bezug auf Rassismus. Ich glaube, dass wir als Religionsgemeinschaften schon immer von Rassismus betroffen waren und dass wir im Grunde genommen, und da muss ich auch das Judentum jetzt quasi vorwegschicken, als älteste monotheistische Religion sozusagen die älteste Erfahrung mit Ausgrenzung, mit Rassismus, Antisemitismus hat. Das war mal der Antijudaismus, das ist heute der Antisemitismus. Und ich glaube, dass diese Rolle nicht zu unterschätzen ist. Denn wenn man mal in die Geschichte der Glaubensgemeinschaften reingeht, das kann muslimisch sein, das kann jüdisch sein, das kann christlich sein, dann sehen wir sehr, sehr viele Ausgrenzungen, sehr, sehr viele Verfolgungsgeschichten. Und ich glaube, dass wir nicht nur durch die Lehre, die wir vermitteln, durch die Tora, durch den Koran, durch das Neue Testament, sehr, sehr viel lernen und beitragen können, mehr noch, als die Gesellschaft heute eigentlich von Religion wissen will. Und wenn man tiefer reinschaut, glaube ich, können wir sehr, sehr viel mitnehmen für die heutige Zeit.